dieses neu gebaute Gebäude nach jahrhundertelanger menschlicher technischer Entwicklung wurde dann dieser Mann dazu angeleitet, mit diesem Gerät die Fenster zu putzen. Weil der Architekt, der hat es zwar super gemacht und hat das Ausschreiben gewonnen, aber er hat nicht überlegt, wie kann man nicht öffentliche Fenster eigentlich putzen. Aber dafür gibt es diese technische Errungenschaft, die jetzt dieser Mann da zwischen den Rädern ausüben muss. Und zwar diese ungefähr 22 Meter lange besenstielartige Konstruktion, um die Fenster hier im dritten Stock gründlich zu reinigen. Jetzt hat er sich eine Pause aber wohl wirklich verdient.